So, liebe Leute, es geht weiter heute mit dem Qualifikationsrennen zum großen Preis von Ungarn. Was haben wir denn schon für Nachrichten? Okay, Wetter bleibt so stabil. Und dann geht's los. So, da sind wir wieder. Let's go. Wir fahren wieder raus. So, wir schonen mal ein bisschen den Motor. Ups, das war ein bisschen zu sehr abgekürzt. Aber da war der Ferrari da hinter mir ein bisschen drücken, ne? Der Kerl ist es. Der hat aber auch ein Tempo drauf, ey, der... Ich weiß nicht, ob der schnell eine Runde fährt. Wenn er jetzt sogar schon eine gezeitete Runde fährt. Oder einfach nur nach vorne will. Weil dann wäre das ziemlich ziemlich schnell. Wäre da, ist es tatsächlich im Moment noch der Outlapper gewesen. Aber der hat so ein Tempo drauf gehabt auf einmal. Und damit ist die Runde kaputt. Scheiße. Ja, ich glaube, viel raushören, wenn wir heute hier, wenn wir dieses Rennwochenende nicht. Ich habe immer wieder Quersteher drin und die muss ich definitiv abschaffen. Die kriege ich nicht gebacken. Und das war's. Are you right? Sit tight, the marshals are on their way. Ja, ja, sag mich doch. Aber so von jetzt auf gleich auf der in der Kurve weggedreht. Wir müssen viel bremsen, wo wir eigentlich gut durchkommen könnten. Versuchen uns mal irgendwie eine halbwegs vernünftige Runde hinzubekommen. Die Perez hat 17,2. Mit 16,2, der haut eine Sekunde schneller raus die Zeit. Wir kriegen eine 18,4 gerade mal hin. Wir haben gar keine Schnitte auf dieser Strecke hier. Jetzt gerade 2 Sekunden hinter der Spitze.
zur Bestzeit. Eigentlich nicht Bestzeit, sondern gute Zwischenzeiten. Sektor 1 und 2. Ich hoffe, dass wir hier zumindest einen Schritt nach vorne gemacht bekommen. Ich würde nach vorne, wird es eh nicht weh gehen, weit. Ja, Platz 5 hinter Gasly und 3 Magnussen. Ich denke, nach vorne wird es weiter, wird sich gehen. Wenn wir gerade so einen Top 10 Platz holen, naja, dann. Ja, schauen wir mal. Ja, die Red Bull wird sich zu packen sein. Und wenn ich mir so angucke, gerade dass wir die, dass wir hinter den Racing Points sogar schon stehen, wird es wahrscheinlich nochmal eine Ecke nach hinten gehen. Ich fahre auf Standard und der sagt mir, mein Zweifelstoff ist weg. Sainz sogar noch davor. Best lap so far is a 1:17.5. Now, turn off the point. Zehn sogar. Also, ja, wir können froh sein, wenn wir tatsächlich in den Top 10 stehen. 16:0, die kriege ich nicht rein, die Zeit. Wenn wir ein bisschen Glück kriege, ich vielleicht noch. Ja, selbst dann wird es schwierig werden. Da muss ich schon ein bisschen was nachlegen. Wenn ich da 300 nachlege, dann habe ich zumindest die. Da stehen wir schon außerhalb der Top 10. Also, das ist, hat sich echt. Und dann nur auf 11. Also, das ist nicht gut. Zwar war eigentlich guter Dinge in der, während des freien Trainings irgendwo Platz 6. Aber jetzt heißt es tatsächlich. Ja. Momentan. Erstmal gucken, dass wir ein bisschen was Power. Ein bisschen was Zeit gut gemacht bekommen. There's a few cars out on track. Perhaps we should get out there before it gets busy.
Wir haben noch 8 Minuten 40. Settings screen on your multifunction display will allow you to change various settings as you drive. Open the display with the MFD button. You can then navigate up and down to the setting you want to change. Ja, wir müssen uns so ein bisschen steigern, wenn wir dann nochmal die Top 10 angreifen wollen. Es fehlt halt Zeit. Und das sind immerhin 300 bis 400 Zoll, die wir uns irgendwie noch holen müssen. Also gute halbe Sekunde. We're 22nd in the speed trap, 305.2 kilometers per hour. Die Top 6 sind definitiv raus aus dem... sind raus aus der Verlosung. Da kann ich jetzt schon mal sicher sein. Es geht maximal bis Platz 7. Das wäre die einzige Möglichkeit. Schon mal auf 21 momentan. Wir müssen echt nachlegen. Deswegen habe ich ja ein bisschen gesagt, ich hau mal ein bisschen noch in den Abtrieb rein. Ja, wir müssen es. Irgendwie gucken, dass wir es heute noch geschissen bekommen. Die Reifenbenutzung ist durch. Das heißt, wir versuchen nochmal eine Runde zu setzen. 7 Minuten vorher. Um eventuell nochmal noch einen dritten Angriff setzen zu können. Ja, auf geht's, liebe Leute, versuchen's. Autos raus auf der Strecke, 6,5 Minuten haben wir noch Zeit in diesem Qualifikationstraining hier. Also wir brauchen eine halbe Sekunde, um zumindest Platz 7 zu erreichen. Halbe Sekunde, liebe Leute. Die Frage, wo kriege ich die her? Es wäre die momentane 17.0. Wäre die magische Linie, aber 16.0 Verstappen. Der liegt vorne über eine Sekunde. Also sprich, die Top 7 sind komplett weg. Top 6. Sprich, die Ferrari, die Red Bull, die Mercedes sind alle komplett außerhalb der Liste, wo wir irgendwie hin könnten dieses Wochenende. Naja, mal schauen. So, auf geht's. Two laps of fuel left. Toilettenmasse. Kein Querschritt in die Runde war. Sehr gut, es ist momentan Platz 7. Und es ist das, was ich eigentlich erhofft hatte, ein bisschen. Es ist mein 7. Platz. Mehr ist einfach schlichtweg nicht drin.
Gut, es fehlen nur 200, um vielleicht noch Albon zu knacken. Aber die müssen wir auch erstmal holen. Fahrer vor mir. Albon's just ahead. Push for the position. Their best lap time is a 1 minute 16.4. So, 3 Minuten 20 haben wir noch. Ich versuche nochmal eine Runde zu setzen. Mit einem nochmal frischen Satz Reifen. Und vielleicht doch irgendwie noch die eigentlich für mich unerreichbare Top 6 anzugreifen. 16-0 fährt fest zu haben. Wenn ich nochmal so ein Zeit geknackt bekomme mit dem frischen roten, dann werde ich sogar auf Pole. Aber das. Nein. Also bei 7 wird wahrscheinlich das höchste Gefühle sein. So, hinter mir, das ist jetzt ein Haas. Der auch mit in die Box zieht. Das ist Magnussen. Der seine Runde schon mal abbricht. So, jetzt schiebe ich nochmal rein, dass ich nochmal raus kann. So. Okay, damit sind wir sogar schon raus aus der Runde. Es würde nicht reichen, auf eine Minute 40 Zeit hatten wir. Also. Jo, damit war es das schon für uns. Ja, klar. Es ist nur möglich, irgendwie versuchen, diese Top 7 zu safen. Ja, starke Zeit auf jeden Fall. 16-6. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da so dran bin. Mal gucken, was die Kamera. Was Perez jetzt macht. Platz 8 momentan. Press the MFD button to open the multifunction display and then again to cycle to the tires and damage screen. Leider nur noch 15 Sekunden jetzt. Second in the speed trap, 305.2 kilometers per hour. Das Qualifying ist beendet und 9. Wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Verstappen, Hamilton und Charles Leclerc. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Da haben sich der Perez und der Sainz noch davor geschoben. Ah, ich hatte ein bisschen gehofft, dass es damit reicht für Platz 7. Ja, ich hätte gerne noch mal eine Runde gesetzt, wenn ich die doch vielleicht hätte ich was machen können. Aber wir haben uns zumindest ein bisschen nach vorne gearbeitet. Wir sind nicht auf 12 gelandet am Ende, sondern auf 9. Naja, mal gucken, was im Rennen drin ist. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie ein bisschen was zu. Ich denke, Maximum Platz 7, 6, 7 ist irgendwie. Soll das Ziel sein. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistung im Rennen wiederholen können? Versuchen. Was denken Sie, wie sich dieses Ergebnis für dieses Team anfühlt?
Klasse. Das war dann alles. Na dann, auf geht's. So. Gut, dann steht uns eigentlich nur noch eine Session an und das wird das Rennen sein zum großen Preis von Ungarn. Das war uns an. Morgen 14 Uhr angucken gehen wir. Und hoffe ich mal, dass wir hier mit einem starken Endergebnis viele Punkte wieder für unser Team holen können. Es fehlt ja leider der Punkt, die Punkte aus Großbritannien, die wir eigentlich hätten holen können. Aber, naja, ein bisschen mit der Strategie vertan. Passiert. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Na gut, dann schauen wir uns morgen das Rennen an. Wir sehen uns wieder um 14 Uhr. Bis dahin oder wiedersehen. Bei Let's Play F1 2020.